Hallihallöchen und willkommen zurück zu Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel Nummer 4. Wir werden heute das Fort oder das Lager oder den Stützpunkt von Joko stürmen. Und zwar in unserer nächsten Story-Instanz. Und ja, wir verlieren gar nicht viel Zeit und bewegen uns direkt dorthin und stürmen mal sein Lager. Dann müssen wir in die Richtung. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Geht's hier raus? Ist hier eine Tür? Ja, perfekt. Wir müssen in die Richtung. Da oben zur Brücke, genau. Und ich habe, ich denke, ich hoffe, mein kleines Computerabsturzproblem behoben. Ich habe am letzten Wochenende, letzten Sonntag, nach den Aufnahmen, habe ich da noch ein bisschen rumprobiert, rumgebastelt, diverse Sachen geupdatet und ja, also die ganze Woche über jetzt bisher keine Probleme gehabt. Ich hoffe, das bleibt so. Also ich hatte bisher keine Abstürze mehr. Also sage ich jetzt und gleich ist wieder plüpp weg, ne? So Teufel an der Wand malen. Na gut, wir hüpfen jetzt aber mal in die Story-Instanz. Hereinspaziert. Ja, das sieht bedrohlich aus. Leute, wo seid ihr? Da unten. Okay, los geht's. Action. Wir möchten das da stürmen. Graham. Kommandeur. Ja. Kanach versucht, den Sprengstoff hinter ihre Front zu schmuggeln. Er glaubt, er wäre wieder bei der glänzenden Klinge. Alleine habe ich es nicht bis zum Tor geschafft. Was ist mit den Türmen? Was ist mit ihnen? Oh. Ja, die fliegen gerade in ist die Luft. Unsere Chance. Das ist unser Moment, Leute. Treten wir Jokos Vordertür ein. Wer ist dabei? Ja! Ich bin dabei. Los! Ich kann kein Reittier benutzen. Ich muss da durchrennen. Ist das euer Ernst? Lasst mich doch durchreiten. Die Olmakan kümmern sich drum. Ich komme mit euch, Kommandeur. Alles klar. Dann komm. Gut, es passiert also. Wir alle stehen an eurer Seite, Kommandeur. Ja, sehr gut. Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können unterwegs. Also, wem ihr noch unterwegs einen auf die Nase geben könnt, macht das bitte, Leute. Das hilft nur den anderen. Bewegt mich schon mal weiter voran. Guck mal hier, die sind auch direkt angeschlagen, na, wenn ich vorbeilaufe. So. Wir nehmen hier gerade so ein bisschen was mit. Ich habe keine Energie, das ist nicht gut. So. Perfekt. Unsere erweckten Oh. Freunde sind verschwunden. Hallo. Ich schlage vor, wir gehen rein, bevor sie sich sammeln. Ja. Machen wir, Kanach, machen wir. Aber wir nehmen hier noch ein bisschen was an Gegnerhorden mit. Ja, genau. Schlaf weiter. Ist okay. Ja, mit dir denn hier? Du bist ja noch voll fit, Junge. Geht ja gar nicht. So. Genug jetzt. Weiter. Los. Hier haben wir auch noch ein bisschen Widerstand. Weil keiner bisher so weit nach vorne durchgedrungen ist. Da ist die Tür, da wollen wir rein. Leute, wo seid ihr denn alle? Warum lasst ihr mich hier allein kämpfen? Ja, frech. So. Ich bin da, wo seid ihr? Leute. Kanach? Ein herrliches Tor. Wäre doch schade, wenn da jemand ein riesiges Loch reinsprengt. Ja. Ihr könntet ein wenig schneller arbeiten, Kanach. Gut Ding will Weile haben, mein Freund. Ja, komm, hau rein. Ja, habe ich mir nicht befürchtet, dass jetzt hier die Verteidigung auftaucht. Wir sind bei euch, Kommandeur. Kanach, mach bitte.
Wir haben so ein bisschen Party am Popo. Und ich habe nie Energie. Warum habe ich keine Ausdauer? Was soll das? Danach könntest du bitte ein bisschen schneller arbeiten. Da kommen noch mehr! Kanach, wie lange noch? Keine Gnade für Feinde. Was ist der da? Ruhe weg, ey. Kollege, Schnürschuh da. Ey! Vor allem, da drin wird uns ja wahrscheinlich noch mehr erwarten. Als ob wir da drin Ruhe haben. Nein, lass das mal sein. Hannah. Jetzt hat echt die Ruhe weg, ne? Heilst du dich hier, Kollege? Oder was ist da aber los? Ich war erwählt. Oh, armes Tuk-Tuk. Warst du erweckt und bist jetzt tot? Das ist ja doof. Das ist ja echt blöd gelaufen, Kollege. So. Aber tut halt mein Handgelenk weh, ne? Ah, muss mal eben hier ein bisschen. Aua. So. Aua. Ja, warte, das war nicht gut. Ich weiß. Ah. So. Jetzt ist schon besser. Liegt die Hand besser auf dem Schreibtisch. Ich muss auch sagen, meine Hände sind wieder eiskalt, ne? Ich habe hier gefühlte 100 Grad im Zimmer. Eisfinger. Nicht gut. So. Den haben wir. Jetzt müssen wir noch den dicken da. Guck mal, der Balken da oben geht ja runter anstatt hoch. Ich dachte, wenn der durchgelaufen ist, dann ist Kanach fertig. Nein, der muss runterlaufen. Damit Kanach fertig ist. Aua. Ey. Kollege, was soll das? Ich hau da jetzt einfach so standardmäßig drauf. Zurück an die Arbeit, Kanach! Wir schaffen das! Oh, mit dem Tor bin ich schon lange fertig. Mir war langweilig. Da dachte ich mir, ich helfe euch. Kanach! Nicht lustig! Einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einig sind. Ich bin längst fertig. Hahaha. Aber ihr macht das so toll. Da wollt ihr euch noch ein bisschen Spielspaß geben. Spacko, ey. Machen wir jetzt erstmal hier den Champion kaputt. Und aua, aua, aua. Ich kam nicht weg, ich kam nicht weg, ich kam nicht weg, ich kam nicht weg. Hilft mir jemand? Bitte, danke. Ein Träumchen. Freunde. Ja, irgendjemand heilt mich. Ist gut. Danke. Wer auch immer das war, ich hab's nicht gesehen. So. Versuchen wir hinter ihm zu bleiben. Ich glaube, das ist ein bisschen sicherer. Wow. Ja, so viel zum Thema, das ist ein bisschen sicherer. Wenn er da seine Seuche auf den Boden wirft, ist damit nämlich auch vorbei. So, was kommt der da angeflogen? Achso, das war er. Okay. Okay. Ja, wir zumindest ein bisschen mehr Platz. Au, der tut echt. Finde ich uncool. Leute, strengt euch mal ein bisschen an hier. Ah! Was wird das? Nein, 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 nein. Gehe ich nicht konform, mit hier so durch die Gegend geschleudert zu werden. Danke, danke, danke. Ah. Ist er tot? Er ist tot. Sehr das gut. Tor wartet. Kommandeur, ja. Erweist ihr uns die... Sprengt einfach das verdammte Tor, Kanach! Genau das denke ich mir auch gerade. Ja, war doch klar. Die dritte Generation. Schnell!
Da kommt man jetzt nicht mehr rein. Kraftfelder halten nicht ewig. Was ist unser Plan B? Überlasst das nur uns, Stern. Sucht einen anderen Weg hinein und richtet den guten Joko. Brüder und Schwestern, diesmal rotten wir die Seuche aus. Geil. Ganzen Geister gegen Zombies oder was? Kommandeur? Ja. Hast du was gefunden, Braham? In der Festung gibt es Kanalisationsgitter. Vielleicht können wir durch eines hindurchklettern. Braham! Ich folge ihm. Alle zurück auf Redlocks Position. Los. Hinterher. Wir gucken mal, ob wir anderweitig reinkommen. Hier über die ganzen Balken hüpfen ist, glaube ich, eine gute Idee. Braham, wo bist du? Egal. Wir haben es eilig. Wir haben keine Zeit, auf ihn zu warten. Da vorne geht's rein. Vandara hat die Mondfestung entdeckt. Okay, hier geht's auf jeden Fall rein. Ew. Würde ich jetzt ungern wirklich durchlaufen, ne? Zieht sich alles zusammen. Haben wir hier vielleicht irgendwo was Interessantes? Wo komme ich her? Da komme ich her. Hier muss ich weiter. Noch was versteckt? Ne. Ne, ne, ne. Gut, weiter geht's. Schnell hier durch, ich will hier raus. Ich weiß nicht, wo Braham ist, aber es ist mir gerade Wumpe. Okay, trefft euch wieder mit Braham. Da ist er. Mensch, warst du schnell, Kollege. Hi. Das war leichtsinnig, Braham. Und? Und lasst uns Joko finden. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Kann nicht sterben. Jeder kann sterben. Die Frage ist nur, wie. Geht weiter in die Festung hinein. Will ich das? Na, jetzt bestimmt gleich Gesellschaft. Oh. Bin ich das etwa? Sieht aus wie ihr. Habt ihr einen Zwilling? Ich glaube nicht. Streich das. Illusion? Ihr seid ein Drilling. Halt nein, ein Vierling? Was hat das zu bedeuten? Das macht mir gerade ein bisschen Angst, dass ich hier so oft rumliege. Huch, ja genau so. Ich sollte vielleicht nicht in die Zelle gehen. Bestimmt einfach nur Illusionsmagie oder so. Das seid alles ihr. Ich wusste ja, dass Joko krank ist. Aha. Dass er besessen ist, war mir aber nicht klar. Also meine Feinde verbrennen mich symbolisch, aber so ein Maß an, was auch immer das ist, habe ich noch nie geerntet. Ja, untersucht die Folterkammer. Warum? Was habe ich ihm denn getan? Na, wer denkt sich denn so ein verrücktes Zeug aus? Mir wird schlecht. Sieht aus, als wäre ich grausam zu Tode gekommen. Immer wieder. Kommandeur, seht euch das an. Was hast du denn gefunden? Das ist eine Art Ring. Ein uralter Siegelring. Hätte nicht gedacht, dass die noch verwendet werden. Okay, wir nehmen ihn mal. Fragezeichen. Was bewirkt das Ding? Konzentriert euch auf den Ring, um seine versteckte Kraft zu aktivieren. Okay, sollen wir mal ausprobieren? Das ist alles eine Illusion. Der Siegelring hebt sie auf. Oh ja, war mir klar. Sei Dank. Es sind nur gewöhnliche Tote. Ich meine, ihr wisst, was ich meine. Das hat keiner verdient. Okay, geht weiter in die Festung. Wo geht's denn da? Schaut mal, hier drüben.
Ist es so richtig? Und jetzt? Hat die Magie nachgelassen, oder was? Ich glaube, ja. Ah, okay. Ach, da ist offen. Komm, schnauen. Los! Oh Gott. Welchen Sinn haben Fallen, wenn man sie sehen kann? Abschreckung vielleicht? Ich glaube, man könnte wohl sagen, Joko hat das vorausgesehen. Also spielt er nur mit uns. Ihr entschärft sie und ich sorge für Rückendeckung. Okay. Ah. Wo entschärfe ich sie denn? So, wahrscheinlich einmal durch. Hier, hier. Hier, 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 hier. Komm, mach. Ach. Okay, Moment, Moment. Ah, jetzt ist offen. Hi! Oh Gott, oh Gott. Ich habe sie, glaube ich, nicht entschärft, ne? Wo entschärfe ich die denn? Ach doch, 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 er kommt durch. Lieber ein anständiger Kampf als ein Haufen Tricks und Fallen. Sehen, nein, ich wollte nicht den da hinten anvisieren. Ich wollte erstmal die Kollegen hier vorne platt machen. Dann können wir uns um dich da hinten kümmern. So. Dann haben wir das doch schon mal geschafft. Perfekt. Das ist beleidigend, hey. Kommandeur. Warum? Ich lade euch zur größten Schlacht ein, die die Welt je gesehen hat. Und ihr kreuzt hier mit einem dümmlichen Norn auf. Ihr scheint euch ja überhaupt keine Mühe zu geben. Meine Gefolgschaft steht vor eurer Tür. Oh, ich weiß. Bald schon ist es jedoch meine Gefolgschaft. Nein. Ich hoffe, ihr fühlt euch wie zu Hause. Ich habe so viel Zeit mit den Vorbereitungen verbracht. Endlich ein Grund, das gute Geschirr herauszuholen. Toll. Genug der Warterei. Joko langweilt sich. Legen wir einen Gang zu. Danke fürs Öffnen. Hat recht. Schluss mit den Albernheiten. Halt. Einem leeren Korridor ist nicht zu trauen. Meint ihr, das ist eine Illusion? Mhm. Ihr seid die mit dem schicken Ring. Ich lasse euch den Vortritt. Danke. Ja, das sind Laser. Okay, okay, jetzt. Au. Ach, verdammt, die Illusion hat nachgelassen. Hä? Jetzt leuchtet. Also ich kann da ja drüber springen und dann kann ich da einfach durch, okay? Und hier. Vielleicht lasst ihr es mal den Norn versuchen. Nein. Gib mir nicht auf den Piss. So, jetzt leuchtet das. Da ist jetzt frei. Da ist frei. Da ist frei. Ich bin doch gesprungen. Es nur weiter. Irgendwann kommt ihr schon drauf. Kümmert euch nicht um mich. Ich kann warten. Die Ewigkeit ist ein solcher Luxus. Toll. Schön für dich, Joko. Bin durch. Als kleines Geschenk schicke ich euch meinen liebsten Erweckten. Erweckte. Nur, was für Sehnen er in den Beinen hat. Oh. Hey. Ja, dann kümmern wir uns doch mal um den Kollegen hier. Wer sind diese blauen Gestalten hier im Hintergrund? Die gefallen mir auch nicht. Das optische
ja, so, ne? So könnte jemand aussehen. Das ist eine Vorlage für einen Erweckten. Also gut, dann kommt jetzt mein zweitliebster Erweckter. Ach so, nee, das sind unsere Gegner, mit denen wir zu arbeiten haben. Okay, kein Problem. Kein Problem. Die werden also auch noch alle zu Leben erweckt werden hier. Die 4, 5. Gut, dann ein bisschen wieder was zu tun. Schnetzeln wir mal weg hier. Ich habe auf Jokos Popo geguckt. Gut, wenn ich ehrlich bin, dann war er schon immer eher eine Enttäuschung. Erinnert ihr euch an das eine Mal, als ihr mich im Reich der Verlorenen zurückgelassen habt? Nö. In einen Käfig? Nö. Zum Verrotten? Nein, erinnere ich mich nicht dran. Nein, nein, nein. Also das muss jemand anderes gewesen sein, Joko. Das war ich doch gar nicht. Ich glaube, du hast so in den letzten 10 Trilliarden Jahren Alzheimer bekommen. Kennt ihr bereits. Echt? Statt mir folgte er euch, als ihr meine Armee gestohlen habt. Ah. Nicht gestohlen? Joko, ich habe sie geborgt. Ja? Ich habe sie ausgeliehen für einen guten Zweck. Es war ein Ausleihen. Und es war mir eine Freude, sie anzuführen. Echt? Komm her, Junge. Geh kaputt jetzt. Aua. Aua, das tat weh. Aua, los, dodgen. Dankeschön. Ich bräuchte Heilung. Und dann habt ihr euch als einen meiner Archonten ausgegeben und meine Armee buchstäblich in einen Drachenschlund geführt. Ja, war doch lustig. Nicht? Ich fand's lustig. Ich fand das sehr amüsant. Hat Spaß gemacht. So. Kümmern wir uns noch um den letzten Kollegen hier und dann, kümmern wir uns vielleicht mal so langsam um Joko? Bitte, danke, gerne. Ihr habt mir nie für die Unterhaltung gedankt, die ich euch gebogen habe. Warum mache ich das überhaupt? Ja, danke, ist ein Riesenspaß hier mit dir. Jetzt knöpfen wir uns euch vorlich. Ich muss schon sagen, die Geisterarmee war eine tolle Überraschung. Cool, ne? Sie wird zwar nichts bewirken, war aber doch ein nettes Extra. Ach ja, ich bin neugierig, Norm. Könnt ihr Epidemie überhaupt buchstabieren? Ich werde euch den Kopf abreißen! Ryan, macht es mir. Macht nur weiter. Ich bin gleich um die Ecke. Wie ich diesen Kerl hasse. Ich aber auch, Braham. Ich hasse ihn auch abgrundtief. So, was uns aber hinter dieser nächsten Feuerwandfalle erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Da gucken wir mal, ob wir dann wirklich Joko gegenübertreten, endlich mal, und ihn bezwingen können. Der geht mir nämlich auch tierisch auf die Nüsse, ne? Das ist so... Boah. Also er ist... Neben Scarlett einer der coolsten, aber dementsprechend auch nervigsten Endgegner in diesem Spiel, ne? Ich muss sagen, die Joko-Story und die Scarlett-Story, also Lebendige Welt Staffel 1, sind meine Highlights in diesem Game. Aber ich könnte manchmal, ne? Ich bin so froh, wenn wir den endlich eins über die Rübe ziehen können. So, ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr seid dann morgen mit dabei, wenn wir... Oder ne, übermorgen. Heute kommt ja erst die Samstagfolge. Also übermorgen am Montag, wenn wir dann Joko vielleicht doch endlich mal einen über die Mütze ziehen. Bis dahin. Tschüsselü!